Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC. Dieses Mal von Anfang an mit gutem Ton, sofern nicht irgendwas schief gegangen ist, aber eigentlich müsst ihr ganz guten Ton haben. Nicht so wie in der letzten Folge, dafür nochmal sorry. Und für jeden, der es vielleicht nicht mitbekommen hat, gestern kam ein Regler-Video von mir online, wie ich seit der Inter-Miami-Karriere gegen Ende und auch schon ein bisschen länger in der Inter-Miami-Karriere gezockt habe, als auch die ganze Zeit hier in der United-Karriere. Also wenn ihr Bock habt auf geileres Gameplay, schaut euch gerne das letzte Video an mit meinen Regler-Einstellungen. Wir werden heute die Transferphase beenden und haben gegen Burnley im Pokal heute spielen und gegen die Wolves in der Liga. Und dann haben wir das Ende der Transferphase auch und gehen dann voll rein, sage ich mal, ins Sportliche. Das wird auf jeden Fall auch ganz interessant. Wir haben nämlich hier Carabao Cup, das Finale gegen City auch sehr bald. Wir müssen dann gegen PSV Eindhoven in der Champions League ran. Also einiges zu tun. Momentan läuft die Saison auch richtig, richtig gut. Wir gucken mal, ob wir uns auch im FA Cup durchsetzen können gegen Burnley. Schauen wir mal, bei Burnley zuletzt die 5 Spiele, die sie gespielt haben, 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Gucken wir also mal, wie wir uns hier gegen sie schlagen. Hier haben wir die Aufstellung von Man United im Pokalwettbewerb hier gegen Burnley mit Bayindi im Tor, der ja im Pokal schon einige richtig wilde Spiele abgeliefert hat. Dann Wan-Bissaka, Johnny Evans, Lindelöf und Danilo in der Viererkette. Also Danilo auch heute mit seinem Startelf-Debüt. Dann haben wir Gray im ZM, Gergoyev und Rashford auf Außen, Matt O'Reilly im ZM, Ozon im ZOM und Højlund ganz vorne im 4-2-3-1-System. Beim FC Burnley haben wir Muric im Tor, Asignon, Bayer, Al-Dakil und Tsimikas auf links, also in der Viererkette. Berg und Santa Maria im ZDM, Manuel und Tresor auf Außen und ganz vorne dann Leonardo und Foster im 4-2-2-2-System. Tresor setzt sich gut durch gegen Lindelöf, da ist er einfach schneller. Tresor, Lindelöf setzt aber nach und kriegt den Ball. Und jetzt hier United, Højlund, Ozon. Spielt den auf Marcus Rashford. Marcus Rashford läuft jetzt gut an und Rashford ist schnell im Laufduell gegen Berg. Rashford ist dann natürlich etwas schneller unterwegs. Rashford macht das gut, spielt den in den Rückraum. Ozon mit dem Schuss, Ozon mit dem Treffer. Was für ein gezielter Schuss hier von Can Ozon. Und den macht er rein hier, die Nummer 15 von Man United. Mit seinem, ich glaube, ersten Treffer für United. Hat er schon mal getroffen? Ihr wisst es safe besser als ich. Ich meine, das ist sein erster Treffer. Wir gucken hier nochmal. Rashford, gute Aktion. Und Ozon hat dann hier etwas zu viel Platz und zieht den Ball wirklich perfekt ab. Ja, Muric kann da nur noch hinterher gucken. Wir sehen auch hier, der Ball geht halt durch mehrere Spieler durch und Muric hat gar keine Abwehrchance. Also Muric hat wirklich 0,0 Chance hier, weil er sieht den Ball halt maximum spät. 3 Spieler verdecken da die Sicht. Und ich glaube, selbst wenn er da hingesprungen wäre, wäre er nicht rangekommen. Das war einfach ein perfekter Schuss von Can Ozon. Erster Treffer in der dritten Partie für ihn im Pokal, wo er sehr viel spielen kann. Und für United natürlich auch schön, dass da der Neuzugang, der vom 1. FC Nürnberg kam oder vom 1. FC Nürnberg kam, gleich mal treffen kann. Freistoß für Burnley. Vielleicht können sie über eine Standardsituation gefährlich werden. Der kommt gar nicht schlecht rein, aber Bayern, der hat den. Und wenn Bayern, der das Spiel schnell macht, könnte es gefährlich werden, weil er gibt den jetzt hier gut auf Gergoyev ab, der da wirklich auf der rechten Seite viel zu viel Platz hatte. Gergoyev jetzt hier hat da maximal viel Platz. Das ist halt die Frage, was kann er daraus jetzt machen? Muss da ein bisschen abstoppen. Gergoyev jetzt hier gut in den Rückraum gespielt. Da ist Archie Gray. Der gibt den weiter auf Matt O'Reilly. Der passt es super auf Rashford und der schiebt den rein. Marcus Rashford mit dem Treffer. 2-0 United. Sehr effizientes Game hier bisher von United. Und Rashford kann treffen. Super gemacht aber von Gergoyev. Sieht auf der rechten Seite, ey, das wird nichts. Ich muss ihn in die Mitte spielen. Und dann aber auch Matt O'Reilly perfekt in den Lauf von Rashford. Der nimmt den an, schiebt den dann am Muric vorbei und macht das 2-0. Und damit hier höchstwahrscheinlich die Vorentscheidung in dieser Partie. United einfach richtig, richtig stark hier aufgetreten bisher. Sind verdient in Führung nach 32 Minuten mit 2 Treffern. Oh, Ozon, harter Einsatz, aber fair. Leonardo bleibt auf dem Bein, macht das stark, der Brasilianer. Bis dann Archie Gray kommt, der sagt dann, ey, der Ball gehört uns. Und Matt O'Reilly, was für ein Pass von Matt O'Reilly. Und jetzt hier Gray. Gray mit der Möglichkeit, jetzt hier das 3-0 zu machen. Gray macht das 3-0. Das Spiel ist rum. Der FC Burnley hat keinerlei Chance gegen dieses Man United, das sich hier gerade in einem Rausch spielt. Wahnsinn. Da haben wir in der Rückrunde zum Start riesige Probleme mit dem Tore schießen. Also wir schießen einfach extrem wenig Tore gegen die Spurs. Endlich mal das 1-0 damals, wo wir gewonnen haben. Dann spielen wir gegen Arsenal. Wir gewinnen 5-1 und ein Spiel später machen wir direkt wieder 3 Tore. Das ist manchmal der Fußball. Auf der einen Seite
strugglest du mit dem Toreschießen. Einmal platzt der Knoten und boom, platzt der Knoten auch gleich im nächsten Game. Wahnsinn. Uzon, der Pass ist nicht ganz perfekt in den Lauf gespielt, aber Marcus Rashford macht viel draus und das ist ein guter Pass. Haaland, verzieht den. Berg, setzte sich durch. Jetzt hier Burnley, vielleicht Burnley mit dem Schuss, aber der geht daneben. Das ist so ungefährlich, was hier der FC Burnley aufs Feld bringt. Archie Gray gibt den weiter, Gagoyev. Wan-Bissaka, ui, Fehler. Foster, boah, was für ein Antritt von Foster. Ganz schön schnell gewesen. Die Frage ist, was macht er draus? Spielt den auf Trezor. Trezor jetzt hier. Gebt den auch nochmal ab. Vielleicht jetzt die Chance wie Burnley. Nein, da ist die Abwehr von United. Matt O'Reilly stark. Stark, wie Matt O'Reilly das hier klären kann. Und spielt den Ball auf Marcus Rashford. Jetzt die Kontermöglichkeit für United. Kontermöglichkeit mit Amad Diallo. Diallo gibt den weiter auf Marcus Rashford. Das war kein Abseits. Kein Abseits hier. Und Rashford. Nein, oh, das ist dämlich. Das ist dämlich. Ja, das war nicht schlau meinerseits. Oder von Rashford, sagen wir es so. Schieben wir es auf Rashford. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, das war nicht die schlauste Aktion. Zu Recht die rote Karte. Rashford damit raus für die nächste Partie. Aber der Ball gleich wieder bei uns. Haben wir Diallo, war das Handspiel? Anscheinend nicht. Und Diallo nimmt den Ball gut mit. Matt O'Reilly. Matt O'Reilly spielt den auch nochmal auf Hammer. Diallo, Diallo macht hier fast das 4-0. Boah, da ist viel Platz mal. Da hat United mal echt eine Lücke gelassen in der Abwehr. Und jetzt hier Burnley. Burnley mit der Möglichkeit. Und was für ein Abschluss von Foster. Überragender Abschluss von Foster, muss man sagen. Und Burnley nutzt es hier. Ich weiß nicht, warum hier so ausgiebig gejubelt wird. Man soll sich eigentlich den Ball schnappen. Aber gut, man geht hier demonstrativ zu Winston Kompany. So nach dem Motto, ey, sorry Trainer, was wir heute fabrizieren. Du bist nicht schuld. Guter Pass, da war einfach viel Platz mal und Foster mit einem Wahnsinnsabschluss. Keinerlei Chance hier für Bayern, dir da ranzukommen. 3-1. Ist halt die Frage, ist das Ergebnis Kosmetik oder wird United nochmal unter Druck gesetzt? Oui, mit solchen Fehlpässen setzen wir uns selber unter Druck. Leonardo. Boah, Hardcore-Tackling davon. Maguire. Und jetzt hier Leonardo und wieder Maguire. Also der haut den gleich zweimal um. Gibt zu Recht die gelbe Karte. Da hat er doppelt dran gearbeitet an dieser gelben Karte. Dieses Foul war aber auch schlau, muss man sagen, taktisch. Aber Freistoßmöglichkeit für Burnley, nicht Watford. Oh, der ist nicht ungefährlich. Was macht denn da? Was war das für eine Chance hier gerade für Burnley? Foster kurz davor, den Doppelpack zu machen. Und jetzt muss man ihn schon kritisieren, weil der Ball muss aufs Tor. Aaron Wan-Bissaka, jetzt hier Gagoyev, Amad Diallo. Amad Diallo spielt den überragend. Jetzt haben wir hier Wan-Bissaka. Der spielt den da rüber und Danilo versucht das Tor des Jahres zu machen. Es klappt leider nicht und jetzt hier Amad Diallo und der Ball ist fast drinne. Also nochmal richtig Chaos hier bei Burnley. Schlucken sich hier fast das 4-1. Der FC Burnley nah, kommt dann nicht ganz an den Ball. Maguire, Matt O'Reilly stark. Maino hat den am Ende. 4 Minuten Nachspielzeit, interessant. Sieht man nicht mehr allzu häufig. Danilos, hoher Ball. Ist gut gespielt auf Maino. Amad Diallo, der spielt ihn gut auf Maino. Und Maino könnte hier sogar nochmal einen Treffer machen. Maino schiebt ihn vorbei, aber leider auch am Tor vorbei. Schade. Der junge Maino, der hier reinkam, nochmal mit der Chance zum 4-1. United kriegt es nicht hin, aber man kann es verschmerzen. Weil nach dem Abschlag von Muric dürfte das Game dann eigentlich auch vorbei sein. Und damit sollte man den Sieg haben. Yes, das Spiel ist rum. 3-1, nicht 4-1. Ich wollte gerade 4-1 sagen. 3-1 für United, das Game hier. Wir sind eine Runde weiter und damit, glaube ich, im Achtelfinale des FA Cups. Müsste Achtelfinale demnächst sein. Verdienter Sieg insgesamt, muss man sagen. Burnley hatte diese kurze Phase, diese kurze Druckphase, wo sie vielleicht hätten das Spiel zum Kippen bringen können, haben es aber nicht geschafft. Und wir schauen gleich mal auf den nächsten FA Cup-Gegner. So. Archie Gray 5 Tage verletzt, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Und Newcastle will Badgi ausleihen. Ja, können wir mal gucken. Eigentlich weiß ich nicht, ob Newcastle der beste Verein wäre, aber gut. Er würde wahrscheinlich mehr spielen als bei uns aktuell. Leihangebot von Al-Hilal, okay. Da könnte er natürlich mehr spielen, aber wenn auch nur eine kurze Leihe. Jetzt nichts, wo ich sage, dass ich ihn da ewig abgeben will. Wir gucken auch mal kurz in den FA Cup rein. Unser nächster... Achso, es gibt erstmal Wiederholungsspiele, okay. Arsenal gegen Leicester und Coventry gegen Sheffield. Gab es irgendwelche Überraschungen?
Hibernian ist weiter, Crystal Palace, Nottingham Forest weiter, Chelsea weiter, Brighton Easy weiter. Celtic hauen auf jeden Fall die Spurs raus, okay. Und auch die Rangers sind weiter. West Ham haut Luton raus. Rotherham haut Liverpool raus. Okay. Es gibt schon einige dicke Überraschungen. Man darf ja nicht vergessen, dass in Runde 3 schon Man City rausgeflogen war. Wo haben wir denn City hier? Genau, gegen West Ham war es dann im Wiederholungsspiel. Sind die nämlich auch schon raus. Jetzt ist auch Liverpool raus. Also das bedeutet, wir sind wahrscheinlich momentan zusammen mit Arsenal, sofern sie nicht rausfliegen, der Top-Favorit auf dem Pokal. Ey, wäre nice, in 2 Pokalfinals am Ende zu stehen. Aber gut, gucken wir jetzt erstmal weiter in der Premier League. Hier müssen wir gegen die Wolves, die aktuell nur 22 Punkte haben, damit durchaus im Abstiegskampf sind. Sheffield, Burnley jagen sie ebenfalls. Lediglich Luton Town ist ziemlich abgeschlagen. Gucken wir, ob wir die Wolves schlagen können. Sind auch in der Offensive nicht ganz so gefährlich mit 23 Toren, die ich da eben gesehen habe. Zuletzt die Wolves, auch nicht wirklich gut drauf, ne? Letzte 5 Games, 3 Niederlagen, immerhin 2 Siege geholt, aber 3 Niederlagen, auch hart. Schauen wir mal, was geht gegen Wolverhampton. Hier haben wir die Aufstellung von den Wolves mit José Sá im Tor. Semedo, Gomez, Kilman, Dawson und Aït Nouri in der Fünferkette. Gomez und Lemina im ZM. Abada, Han Hee-chan und Cunha ganz vorne im 5-2-3-System. Bei Man United, Onana im Tor. Dalot, Varane, Lisandro Martinez und Danilo in der Viererkette. Maino, Anthony, Mount, Fernandes und Garnacho im Fünfer-Mittelfeld. Ganz vorne dann Ivan Toney im 4-2-3-1-System. Anthony. Und Anthony sieht da Bruno Fernandes laufen. Da hat die Wolfsabwehr ein bisschen gepennt. Bruno Fernandes gibt den nochmal rüber, aber der Ball geht nicht rein, weil da der Wolfsverteidiger nochmal klären kann. Maino. Anthony, oh, kommt da auch nicht zum Schuss. Starke Abwehr hier von den Wolves. Abada, gut gespielt. Cunha. Cunha mit einem guten Lauf gegen Martinez. Ist da schneller? Ist da schneller? Cunha. Cunha ist aber ein bisschen auf sich allein gestellt in der Situation gewesen. Da war mehr drin. Wenn da Unterstützung gewesen wäre. Jetzt hier Cunha. Jetzt hier Cunha. Und Nana hat den Lisandro Martinez. Da ist doch noch jemand dran. Das sind die Chancen. Und da kann United das irgendwie nochmal klären hier. United kriegt es irgendwie geklärt. Es bleibt erstmal beim 0-0, aber das war knapp. Und jetzt Garnacho wieder mit so einem hohen Ball. United versucht es immer mal wieder damit. Bisher klappt das auch immer mal wieder. Auch wenn die Wolves in höchster Not dann doch immer klären können. Aber jetzt hier Toney. Ui. Dawson bleibt stabil. Lisandro Martinez. Danilo. United spielt sich immer weiter fest hier in die Hälfte von den Wolves. Die dagegen verteidigen das bisher aber richtig gut mit ihrer Fünferkette. Mason Mount. Mason Mount hat den jetzt hier. Mount spielt den nochmal ab. Maino. Maino jetzt hier, hält den Ball. Ist halt die Frage, was macht er draus? Maino muss den nochmal nach hinten spielen. Mason Mount gibt den ab. Jetzt hat hier Danilo ein bisschen Platz. Der versucht es einfach mal, aber daneben der Ball. Garnacho. United sucht die Formel, um die Wolves zu knacken hier. Danilo. Spielt den da jetzt mal ins Zentrum. Fernandes, gut auf Danilo gespielt. Jetzt hier vielleicht. Toney. Oh, Toney hat da ganz wenig Platz. Das machen die Wolves einfach gut. United kommt momentan nicht zu den ganz gefährlichen Chancen. Das ist jetzt mal ein Fehler, der dir nicht passieren darf. Das war ein grober Fehler. Mason Mount nutzt es nicht. Aber die Wolves, die muss man respektieren. Da muss man wirklich sagen, die verteidigen 1A. Wenn sie solche Fehler nicht machen, kommt United bisher nicht zu den ganz dicken Chancen. Aber diese Fehler müssen sie abstellen. Weil irgendwann wird United sowas sonst höchstwahrscheinlich nutzen. Eric Sanchez, der Ball war gut. Starker Pass jetzt. Und jetzt hier Can. Can hat die Möglichkeit hier. Die Wolves, die versuchen es immer wieder mit diesen schnellen Sachen. Aber Rafael Varane ist da. Klärt das wirklich gut, Varane. Macht eins seiner besten Spiele heute. Anthony. Und da kann Bruno Fernandes jetzt vielleicht endlich mal durchstecken hier. Bruno Fernandes hat den. Gibt den ab. Der Pass ist überragend. Das ist der beste Pass, den er heute gespielt hat. Aber Toney nutzt es nicht. United kommt einfach nicht zum Treffer. Wir haben jetzt noch 8,5 Minuten Zeit. Viererwechsel auch bei uns und wir gehen jetzt auf sehr offensiv, weil bisher ist diese Abwehr von den Wolves einfach nicht zu knacken. Sie machen das einfach überragend. Sie haben sich so ein bisschen bei Preston off End, kann man sagen, abgeschaut, wie man United zum Verzweifeln bringt. Jetzt hier Garnacho. Haaland. Haaland spielt den hier auf Diallo. Diallo, der eben eingewechselt war. Haaland kriegt viel Platz. Haaland kriegt sehr viel Platz. Der versucht den einfach mal zu nutzen. United ist am Verzweifeln gegen dieses Wolves-Team. 2 Minuten haben wir noch. Kommen wir nochmal in Possession, ist die Frage. Oh, das ist ein Fehler. Das sind Fehler, die darfst du nicht machen. Das haben sie bisher auch gut vermieden. Und jetzt hier Garnacho, gib den ab, das ist ein super Pass. Jetzt hier Amad Diallo, der Schuss ist scharf. Wir haben es nicht geschafft. Die Wolves machen es einfach wie Preston off End und bringen uns zu Verzweifeln. Also da muss ich echt sagen,
wenn die sich da hinten einigeln mit ihrer Fünferkette plus noch zwei weiteren Defensiven, 7 Mann da zu knacken, ist super schwer. Wir haben mehr Ballbesitz, wir haben mehr Spielanteile, wir haben mehr Schüsse, aber wir haben halt nicht mehr Punkte heute geholt, sondern wir teilen uns die Punkte mit den Wolves. Stark gemacht von den Wolves in dem Fall. Spurs haben 4-2 gewonnen. Wir gucken gleich mal auf die Tabelle natürlich in der Premier League. Ja, sind immer noch stabiler Dritter, aber gebt euch das mal. Aston Villa kommt richtig nah ran. Die sind im Meisterschaftskampf, muss man sagen. Und Arsenal ist nur noch 6 Punkte weit weg. Also, wir spielen immer noch eine herausragende Saison. Da gibt es nichts zu meckern. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu viele Unentschieden demnächst holen oder zu oft Punkte liegen lassen. Denn die Champions League-Teilnahme ist noch lange nicht durch. Noch lange nicht. Aber machen wir jetzt erstmal die Transferphase gleich zu Ende. Man kann auf jeden Fall jetzt bei Diallo die Position wechseln. Das ist schön. Ist da jetzt MS? Da sehe ich hier noch deutlich mehr, muss ich ganz klar sagen. So. Übereinkunft mit Newcastle bezüglich der Leihe. Nein, oh, ich wollte nicht zurückziehen bei Al-Hilal. Ach, egal. Soll er zu Newcastle gehen? Vielleicht spielt er dann da ein bisschen. Gucken wir mal. Stones ist zu Atalanta gewechselt. Das ist natürlich auch wild. Und Tissot Dali zu Lens und Loyodiche zu Marseille. Okay. Leihangebot für Diallo, das kommt nicht in Frage. Macht einfach keinen Sinn für uns, jetzt Diallo abzugeben. Ansonsten, was gibt es noch für Deals? Ah, der Newcastle, die hat geklappt. Das hat man eben schon gesehen bei jüngsten Transfer. Also, dem Mann, den wir von Kopenhagen verpflichtet haben, wird erstmal direkt verliehen. Wir haben ihn ja auch eigentlich nur im Winter geholt, somit sich City ihn nicht schnappen kann. Da haben wir den Transfer so ein bisschen gehijackt. Wir hatten ihn seit dem Sommer auf der Liste, beobachten ihn dementsprechend schon länger. Ronny, ich nenne ihn einfach Ronny, ist ein bisschen einfacher für mich. Haben ihn beobachtet seit dem Sommer, haben ihn jetzt verpflichtet und jetzt kann er nochmal ausgeliehen werden, beziehungsweise wird jetzt nochmal ausgeliehen, um bei Newcastle zu zocken. Wir gucken mal, was noch so passieren könnte. Robinson auf jeden Fall zu West Ham, okay, und Patterson zu Panathinaikos. Auch wilder Deal. These zu den Spurs und Ruiz Silva zu Leverkusen. Und Al-Hilal will Anthony. Nee. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, ihn abzugeben, weil er eh eine gute Season spielt und vor allen Dingen nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Da müsste es eigentlich auch im Game so sein. Also allgemein, das wäre richtig geil. Transfer-Deadline-Day müsste weniger in der Realität sein. Wenn du jetzt einen Spieler von mir willst, dann müssen einfach nur Überangebote reinkommen. Aber auch wenn man selber als Spieler jemanden will, zum Beispiel, ich sag jetzt bei den Spurs, ey, ich will Heung-min Son haben und der hat jetzt einen Marktwert von fiktiv 80 Millionen. Da müssten die Spurs an so späten Zeitpunkt sagen, er gibt uns mindestens, wirklich mindestens 175% von dem, was er wert ist. Also irgendwas im Bereich 150 Mio, so, ne? Pipapo. Ja, ein bisschen weniger wahrscheinlich, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach, dass man an, je später der Transfermarkt ist, desto schwieriger es wird, wirklich gute Spieler zu kriegen. Ist in der Realität ja auch nicht anders. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du am letzten Moment einen Topspieler willst, dann sind die verdammt teuer. Das ist halt so, ist ja auch logisch, weil du kannst meistens die Spieler kaum ersetzen. Aber gut, der Transfermarkt bei EA Sports FC. Ich meine, ich bin froh, dass viel passiert. Dadurch ist es ein bisschen Abwechslung. Wie realistisch der ganze Kram ist, das wisst ihr selber. Das wisst ihr selber zu gut. Noch mein ein Leihangebot für Maguire. Natürlich, ich habe nichts anderes vor, als euch jetzt Harry Maguire für 2 Jahre auszuleihen. Wahrscheinlich. So, und der Transfer-Deadline-Day ist damit einmal durch. Wir gucken mal, was es so viele geile Deals gab, gerade am letzten Tag. Gab es nochmal irgendwas Wildes? Pereira ging nochmal zu den Wolves, Türkman. Nagalo sagt mir tatsächlich gar nicht so viel, muss ich sagen. Den beobachte ich jetzt einfach mal, weil der sagt mir nichts wirklich. Wechselt einmal zu Juve. Baku ausgeliehen zu Torino ist nice. Sadik auch ausgeliehen. Ist ja jetzt auch schon 26, krass. Ich erinnere mich noch, dass der ein relativ großes Talent war. Dass er ja schon so alt ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, gab auf jeden Fall ein paar interessante Deals. Leider kann man auch hier, ist halt so typisch EA Sports FC, nicht mal unterscheiden zwischen Winter- und Sommertransfers. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, wir haben nochmal 3 Nachrichten. Monatsbericht Jugendmannschaft ist erstmal am interessantesten. Hier sehen wir natürlich nach wie vor Sutherland, Garner, der weiter noch ein hohes Potenzial hat. Hunt hat leider nicht das große Potenzial. Ist aber erstmal nicht so schlimm, weil der wird gerade umtrainiert zum ZDM.
wenn er sich da gut macht und vielleicht nochmal hochgeht, dann wird er vielleicht ein stabiler Backup. Hätte ich auch nichts gegen, muss ich sagen. Muss ja nicht immer das Übertalent sein. Bei Kirk Young ähnliches. Ich meine, der ist jetzt vom Potenzial nicht das Megatalent, aber ist gerade mal 15. Von daher ist das vollkommen okay. Also das passt soweit. Und Athletic Bilbao will Rafael Varane für 55 Millionen. Also grundlegend im Sommer kann man drüber diskutieren, ob man ihn abgibt, weil er die Hinrunde nicht gut war. Jetzt habe ich das erstmal abgelehnt, weil ich auch sagen muss, die letzten Games von Varane waren wiederum gut. Weil er war ja auch nicht schlecht, muss man auch mal sagen. Das größte Problem bei Varane war immer seine Fehleranfälligkeit. Das war mehr das Problem als seine eigentliche Leistung. Aber na gut, in der nächsten Folge geht es dann gegen West Ham und gegen Aston Villa. Meisterschaftsduell ist das hier, oder zumindest ein Duell um die Champions League Plätze. Wir können auch mal gucken, was haben Liverpool und City jetzt gemacht. Okay, beide haben gepunktet. Sind 2 bzw. 3 Punkte weit vor. Es ist super eng nach wie vor, also da ist noch alles möglich. Nächste Folge also gegen West Ham, gegen Aston Villa und Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen PSV Eindhoven. Sehr nice. Champions League könnte auch ein Thema auf dem Veloce Studio sein. Da werde ich bestimmt so eine Art Prediction-Video zu den nächsten Duellen machen. Gerne mal gerne mal schaut einfach im Veloce Studio Kanal rein. Ich mache meine Formulierungen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt fürs Erste. Euer Veloce meldet sich ab und bye bye.